Herzlich willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo. Das ist der Einstieg in die Playlist Datenbanken, Datenbankmanagementsysteme, Datenbanksysteme. Alles das wird eine Rolle spielen. Ich habe hier mal auf der Titelfolie kurz einen Einblick gegeben aus der Realität in die Datenbank, Abbildung eines Teiles der realen Welt als Datenbankstruktur, so Abkürzungen wie ERM, RDM werden eine Rolle spielen. Das M steht hier jeweils für Modellierung, ist klar. Wir müssen Daten aus der realen Welt in eine Datenbank, in eine Datenbankstruktur bringen. Dort müssen sie dann als Software gespeichert werden, diese Daten, damit sie dann auch entsprechend zur Verfügung stehen, leicht abgefragt etc. werden können. Gehen wir weiter. Hier ein kurzer Überblick. Über diese Teile werden wir in verschiedenen Videos im Anschluss dann gleich etwas hören. Fangen wir an mit dem Datenbanksystem. Datenbanksysteme bestehen aus zwei Teilen, nämlich aus Datenbankmanagementsystem, sprich also der eigentlichen Software, mit der wir die Daten nicht nur erfassen, sondern eben auch effektiv speichern, prüfen, den Zugriff auf die Daten prüfen, die Daten entsprechend sicher speichern, aber natürlich auch Missbrauch von Daten damit verhindern, indem wir sie also nur über die Software zugänglich machen, nicht einfach so als Information in irgendeiner Datei, die jeder x-beliebige auslesen kann. Diese Datenbankmanagementsysteme, das sind also sehr große Programme inzwischen, in der Regel sehr große Programme, Oracle oder auch Microsoft SQL. Auch der Begriff SQL taucht hier häufig auf im Zusammenhang mit der Abfragesprache. Oder MySQL zum Beispiel. Vor vielen Jahren gab es mal ein kleineres System, noch mit dem Namen DBase. Alles das sind sogenannte Datenbankmanagementsysteme, also Programme zum Handeln der Daten. Darüber hinaus brauchen wir natürlich noch die Daten selbst, die wir als Datenbank bezeichnen wollen. Man beachte auch die entsprechenden Abkürzungen. Datenbanken oder Datenbasis, strukturierte Sammlung von Daten, Struktur ist hier in der Regel die Tabelle. Relational, also eine Beziehung zwischen Objekt und seinen Eigenschaften, spielt hier eine entscheidende Rolle. In welcher Form das gemacht wird, dazu kommen wir dann in späteren Videos. Zusammen ergeben sie ein Datenbanksystem. Also wir merken uns, Datenbankmanagementsystem und Datenbank geben zusammen das Datenbanksystem. Etwas anschaulicher habe ich das jetzt hier auf der folgenden Folie dargestellt. Da sehen wir also, das Datenbankmanagementsystem ist praktisch die Software, die jetzt die Datenbanken, da wo sich die Daten eigentlich drin befinden, die Datenbasen, wenn man so will, einschließen. Und eine einzelne Datenbank kann also aus vielen Tabellen bestehen, die entsprechende Daten beinhalten. In welcher Weise man so etwas konstruiert, darüber sprechen wir dann im Video Datenbank Design. Dort soll es dann darum gehen, einen Teil der realen Welt in eine solche Datenbankstruktur praktisch zu überführen. Dafür brauchen wir entsprechende Modelle, die uns erlauben, das sinnvoll zu konstruieren, umzusetzen, darzustellen, zu designen. Gut, das soll es also für den Einstieg gewesen sein. Datenbanksysteme bestehen aus Datenbankmanagementsystemen und aus Datenbanken.